Willkommen zurück zu Let's Play Star Wars The Force Unleashed. Die nächste Zwischensequenz ist sehr entscheidend für den weiteren Verlauf der Handlung. Also der Filme 4 bis 6 und ich weiß ja nicht, was danach noch passiert. Auf jeden Fall würde ich euch empfehlen, schaut euch die Zwischensequenz an und genießt sie. Deine Taten auf Raxus Prime haben dem Imperator missfallen. Die Feinde des Imperators haben Angst. Ich erarbeite mir ihr Vertrauen. Wenn ich im Gespräch mit euch beobachtet werde, wenn sie Verdacht schöpfen, dann war alles umsonst. Warte nicht zu lange. Kontaktiere mich. Könnt ihr ihm vertrauen? Vader wird meine Mission nicht gefährden, selbst wenn er an mir zweifelt. Sind wir schon da? Wir haben Corellia erreicht. Sie sind hier. Bail und seine Verbündeten. Ihr habt eure Rebellenallianz. Nun, was werdet ihr damit machen? Habt Vertrauen. Ja? Ich tue das Richtige. Für uns beide. Die Zeit der Diplomatie und Politik ist vorbei, das steht fest. Es ist Zeit zu handeln. Wenn ihr uns anführt, treten wir eurer Allianz bei. Ich ebenso. Ich dachte, ihr legt ohnmächtig im Frachtraum. Ich bin zu mir gekommen. Dann ist es geklärt. Ich finanziere die Rebellion, Garm stellt uns die Flotte, Mon Mothma Soldaten. Und wenn ihr uns führt, haben wir die Macht auf unserer Seite. Dann erklären wir hiermit offiziell die Rebellion. Heute geloben wir, die Galaxis zu verändern. Und irgendwann wird sie wirklich frei sein. Nein. Unterbrechen! Fangt sie lebend. Der Imperator will sie persönlich exekutieren. Das hast du gut gemacht, mein Schüler. Wolltet euch doch raushalten! Ich habe dich belogen, wie schon von Anfang an. Ihr wolltet den Imperator nie vernichten. Nicht mit dir, nein. Ohne mich werdet ihr nie frei sein. Obi-Wan? Nein, natürlich nicht. War wieder nur Proxy. Starkiller tot? Kann ja eigentlich nicht sein. Jetzt wäre das Spiel jetzt schon zu Ende. Sie sind fort. Vader nahm sie mit. Zum Imperator. Ich verstehe nicht. Warum ließ Vader uns so viele imperiale Ziele angreifen? Damit alles echt wirkt. Credits, Raumschiffe, imperiale Leben. Sie alle bedeuten Vader nichts. Er brauchte mich, um die Feinde des Imperators zu finden, um jeden Preis. Und ich habe genau das getan, was er wollte. Ja, habt ihr. Und jetzt liegt das Schicksal der Allianz allein in eurer Hand.
Wir werden Vader suchen. Und die Rebellen. Was tut ihr denn da? Ich meditiere. Jedi können so manchmal die Zukunft sehen. Habt ihr das schon mal gemacht? Ich war noch nie zuvor ein Jedi. Nein. Kota! Was? Was habt ihr gesehen? Eine riesige Raumstation. Tja, die riesige Raumstation dürftet ihr bereits aus Episode 4 kennen. Den Todesstern höchstpersönlich, den ersten Todesstern. Bleibt getarnt und wartet außerhalb der Scanner. Ich habe wirklich kein gutes Gefühl dabei. Dann machen wir vielleicht etwas richtig. Werden wir uns hier wiedersehen? Wenn ich sie befreie, brauchen sie einen Fluchtweg. Wahrscheinlich nicht, nein. Dann muss ich mir deshalb auch nichts anhören. Gib wohl, Juno. Tja, und wir haben wieder ein blaues Lichtschwert und sind auf dem Todesstern gelandet, dem ersten Todesstern, um die Rebellen wieder zu befreien. Da hat es gerade geleckt, sorry. Denn wir wollen die Rebellen wieder befreien und wir wollen natürlich auch, Vader, Rache an Vader nehmen dafür, dass er uns nun endgültig verraten hat, was da eigentlich irgendwie auch zu erwarten war. Nun ja. So, ich hole mir mal gleich das Sith-Holocron da vorne, denn dann können wir uns... Machtenergie wiederherstellen, ist das... Das heißt... Egal. Ach, fuck. Kill mich immer so schnell, da musst du aufpassen. Nein, da ist schon wieder Sniper. Ah, ich muss hier besser handeln. Ich glaube, wir machen es jetzt mal nach Prioritäten hier ein bisschen, die Kills. Erstmal die Sniper, aber da muss ich irgendwie nach oben kommen. Schauen wir mal, wie wir am besten nach oben kommen. Ah, wahrscheinlich auf die Dinger hier drauf springen. Ist nicht ganz einfach, muss ich aufpassen. Ja, denn wenn ich nicht aufpasse, bin ich gleich wieder unten. So, hier hinten trifft mich immerhin kein Sniper. Dann kann ich mal versuchen, die Einsatztruppe aus dem Weg zu räumen, aber das kann ich anscheinend auch nicht. Ach, der AT. Scheiße, das sind zu viele. Na, das hab ich ein bisschen fail angefangen. Das hätte ich geschickter machen müssen. Naja. Ich vermute mal, bei dem Versuch gehe ich jetzt gleich drauf. Egal. Müssen wir uns wohl einen... Ah, nee, Versuch... In der Gesundheit haben wir wiederhergestellt. Das ist praktisch. Dann können wir es doch nochmal versuchen. Ich wollte schon sagen, ich lasse mich jetzt töten und probiere es gleich nochmal, aber... Das muss ich gar nicht. Denn das mache ich jetzt alles ein bisschen geschickter. Oben habe ich noch irgendwo ein Holocron gesehen. Muss ich hier weiter? Ne, hier muss ich nicht weiter. Hier ist auch, glaube ich, nichts. Einfach nur ein leerer Raum. Na gut. Ah, diese blöden Flieger da oben. Lasst mich doch wenigstens mal aufstehen. Ist ja schlimm mit euch. Nicht mal aufstehen. Lassen Sie mich. Ich muss da unten hier weiter, glaube ich. Muss diese Dinger aufhebeln. Allerdings muss ich dazu hier erstmal ein paar besiegen, weil... Wenn ich hier keine besiege, dann werde ich die ganze Zeit angeschossen und dann kann ich das vergessen. Der blöde Sniper da oben, der geht mir vielleicht auf die Nerven. Hier kann man sich vielleicht kurz zurückziehen, um mal kurz dem Gefecht zu entkommen, aber das bringt wohl, glaube ich, auch nicht so viel. Das müssen wir ja nicht machen, wir wollen ja kämpfen für unser Leben. Was machst denn du? Ah, den habe ich sogar erwischt, sehr schön. Na, geh sterben. Na, ich habe keine Machtenergie. Muss das Lichtschwert wieder mal herhalten, um den zu töten und wir gehen ganz schnell wieder da unten rein, wo uns die bösen Sniperlein nicht erwischen. Na, komm her. Mist, ich dachte, ich hätte ihn. Hab ihn leider nicht, hab nur die Klontruppe daneben erwischt. Die andere Klontruppe. Ha, der hat seinen eigenen Kollegen gerade erwischt. Das ist gut, gut für uns, schlecht für sie. Scheiße, jetzt hat mich der Sniper erwischt. Ah, wir müssen den hier ausschalten. Oh, jetzt kommen sie zu zweit da reingerannt. Oh, den haben sie gerade ein bisschen außen. Nein, 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 geh weg. So, das dürfte uns wieder ein bisschen Lebensenergie bringen. Ja, zwar nicht ganz viel, aber immerhin etwas. Besser als nix. Oh, da oben ist der Sniper. Sag mal, wie kriegt denn den blöden Sniper da oben? Das ist ja schlimm mit dem. Naja, wohl, dann muss ich wohl erstmal hier die ausschalten, damit ich hier ein bisschen meine Ruhe habe.
Wie viel Lebensenergie hast du noch? Ah, du hast auch schon die Hälfte nur noch. Weiß gar nicht, wann ich den erwischt habe, aber anscheinend habe ich ihn irgendwann mal getroffen. Nun gut. Soll mein Schaden nicht sein. Oh ja, das zieht ihm ordentlich was ab. Dann macht sich der gar nicht so hohe Schwierigkeitsgrad dann doch irgendwann mal bemerkbar. Gibt es einen neuen Sniper oder hat der andere seine Position gewechselt? Egal. Wir finishen erstmal den AT-ST hier. Perfekt, haben wir ihn sogar gefinisht. Ja, Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, nochmal um auf die Zwischensequenz vorhin zurückzukommen. Ihr habt gesehen, die Rebellenallianz wurde gegründet. Ein entscheidender Moment für die Filme, wie ich bereits gesagt habe. Und wo, und meines Wissens auch, glaube ich, die... Ich würde schätzen, die längste Zwischensequenz im Spiel. Daran erkennt man auch nochmal die Wichtigkeit. So, jetzt haben wir aber alle. Jetzt haben wir nur noch Sniper. Mit Sniper werden wir ja wohl fertig. Zumindest, wenn wir irgendwie nach oben kommen. Ah ja, ich sehe einen Weg nach oben. So, und dann... Na, da sollst du hoch. Jawohl. So, wo ist der hin? Ah, die fliehen sogar vor uns. Ganz blöd sind sie nicht. Naja, gebracht hat sie ihn auch nichts. Hey, da ist noch ein AT-ST. Ich dachte den... Ah ne, das ist anscheinend neuer. Den anderen hatten wir ja eigentlich ausgeschaltet. Hatte ich schon gedacht, ich habe meine Ruhe. Aber die haben natürlich noch einen zweiten hier rangeschafft. Da gibt es nämlich jede Menge im Todesstern. Jede Menge AT-STs. Weiß gar nicht, wie viele... Ach doch, ja, wie viele waren es? 1400 gibt es AT-STs im Todesstern. Also können maximal im Todesstern lagern. Ich weiß jetzt nicht, wie viele gerade momentan da drin sind. Ja, 1400 AT-STs und auch 1400 AT-ATs. Und die sind ja richtig groß. Kennt man ja aus der Schlacht von Hoth. Diese vierbeinigen Monsterdinger, die AT-ATs. 1400 müsst ihr euch vorstellen. Dann kriegt man so leichte Ideen, wie was für Ausmaße der Todesstern hat. Gigantisch, sage ich euch, gigantisch. Übrigens auch noch 7200 TIE Fighter. Die im Todesstern Heimat finden. So, jetzt aber hier, machen wir mal Schluss hier mit dir. Jawohl, jetzt ist aber hier Ruhe, oder? Noch einen schickt ihr mir nicht auf den Hals. Da oben ist noch ein Holocron, wie komme ich denn da hin? Ach, da hätte ich so rumgehen müssen. Na gut, dann gehen wir nochmal da hoch und holen das andere Holocron. Wenn es hier schon Holocrons umsonst gibt. Geschenkte Holocrons für uns. Naja, jetzt hat er doch wieder das rote Lichtschwert. Ich verstehe es nicht. Anscheinend wechselt er das immer. Zumindest muss ich das selber dann wahrscheinlich manuell auswählen, wenn ich eine andere Farbe haben will. Und ihr geht mir langsam auf den Sack da drüben. Was habt ihr jetzt davon? Wow, wo kommen denn die alle wieder her? Spawnen die wieder neu oder was? Habe ich gedacht, ich habe meine Ruhe und ich hätte jetzt mir alle schön gekillt und jetzt kommen sie auf einmal alle wieder. So habe ich mir das hier aber nicht vorgestellt. Ah, schöne Bescherung. Mist. Ja, kacke, jetzt haben wir wieder so wenig Lebensenergie. Und die kommen von allen Seiten auf uns zu. Ah, Mist. Jetzt sterben wir auch noch, oder was? Ja, wir sterben gleich. Hab ich so das Gefühl. Wenn wir nicht einen endlich mal schnell killen, aber die überleben leider so einen... So einen Angriff überleben die leider immer. Das ist blöd. Na komm. Ja, und da bin ich auch tot. Verdammt, verdammt, verdammt. Das habe ich nicht gut gemacht. Das probieren wir gleich. Probieren wir lieber gleich nochmal. Und zwar machen wir das so, dass ich jetzt erstmal meine Macht-Upgrades mal wieder mit kaufe. Denn damit könnte es vielleicht leichter sein. Mittlerweile, oh ja, 12, da habe ich schon wieder ordentlich was. Aber ich soll ja eine Macht-Kombo kaufen und zwar den... Kanonen gucken, Sith-Wurf, was habe ich denn alles für schöne Pfählen sollte ich mir kaufen, hat mir ein Zuschauer gesagt, dass ich das doch mal kaufen soll. Da wirft er sein Laserschwert in den Gegner rein, wenn er ihn in der Luft hält. Ziemlich coole Attacke. So, wir kaufen noch ein paar andere Sachen hier. Einfach, weil wir so viel Geld haben und jetzt schon mal hier mal Machtschub, Stufe 4, Machtblitze verwende ich ja dauernd, die verbessere ich auf jeden Fall. Machtgriff, verwende ich auch dauernd. So, jetzt haben wir noch zwei, können wir leider nichts mehr kaufen hier. Gehen wir nochmal zu den Machttalenten, Machtaffinität. Die Machtenergie wird schneller hergestellt. Vitalität. Okay, da kriegen wir mehr Energie pro Gegner. Das ist auf jeden Fall wichtig. Widerstandsfähigkeit. Ah, das ist auf jeden Fall gut, weil wir kriegen ja immer so viel Schaden und damit kriegen wir jetzt weniger Schaden. Und damit sollte das jetzt alles auch ein bisschen leichter sein. Ja, hätte ich schon mal früher verbessern sollen. Naja. Habe ich gedacht, ich komme da locker durch und... Naja, war es nicht ganz so locker. Was ist mit dir hier? Jetzt haben wir die Blitze auf Maximum und unsere Lebensenergie ist auf Maximum. Und unsere, wir halten auch maximal viel aus, das heißt, wir sollten jetzt hier locker alle mit allem fertig werden. Ja, doch, da merkst du, der ziehen uns jetzt deutlich weniger ab hier. Ah, komm. Also den Raum machen wir jetzt hier mal locker. Nicht mehr so versagen wie vorhin. Das kann ja nicht wahr sein. Hab gedacht, ich werde nicht mehr gleich im ersten Raum auf dem Todesstern sterben. Das wäre ja nicht okay gewesen, so jetzt hier aber.
Ein bisschen was halten sie immer noch aus. Die Holocrons haben wir übrigens, wenn wir sie einmal eingesammelt haben. Also wenn wir sterben, dann brauchen wir sie nicht, uns nicht nochmal holen. Das ist ein kleiner schöner Nebeneffekt davon, dass wir gestorben sind. Naja gut, ein schöner Nebeneffekt ist nicht, aber zumindest müssen wir sie nicht nochmal holen. Das erspart uns Arbeit. Ah, Mist, da war noch ein anderer. Ja gut, aber die fügen uns jetzt nicht mehr so viel Schaden wie vorher zu. Vorher war das ja echt äußerst ärgerlich, was sie uns da an Schaden zugefügt haben. Aber wenn sie da zu dritt auf uns einhauen, dann müssen wir doch immer noch ein bisschen aufpassen. Jetzt haben wir schon wieder voll Lebensenergie. Jawoll, die haben ja überhaupt keine Chance mehr. Na, doch ein bisschen haben sie schon. Ich hole mir mal eben das Sith Colocron, bevor die Kern hier und Damen noch auf dumme Ideen kommen. Obwohl Damen, weiß gar nicht, ob es bei den Sturmtruppen so viele Damen gibt. Meiner Meinung nach sind ja meistens eher Herren, die man sieht, von den Stimmen her und so. Okay, die Stimmen hört man, die sieht man nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Na komm. Komm ich nicht mehr aus dem ersten Raum hier raus, das ist ja schlimm. Also in der Folge den ersten Raum will ich schon schaffen mal. Sprinthieb war nicht effektiv. Merken wir uns. Na komm. Der hat daneben gegriffen, das war knapp. Was machst du da oben? Willst du uns mit dem Ding boxen oder was? Ja, genau, den sagt sie blitzen. Jawohl, und dann haben wir den auch gleich. Jetzt geht das Ganze natürlich viel flotter von der Hand. Wir nehmen ja viel weniger Schaden. Na gut, ich habe ihn wieder perfekt zerstört, so mag ich das. Könnte eigentlich auch mal mein Lichtschwert verbessern, fällt mir da gerade ein. Ja, und ich drücke auf Macht-Upgrades, wo ich sage, ich will mein Lichtschwert verbessern. Ich will mein Lichtschwert verbessern. Lichtschwert, da ist Lichtschwert, genau. Schauen wir mal. Roter Kristall, blauer... Die Kristalle sind, glaube ich, egal. Die sind, glaube ich, eher die Farben entscheiden. Was haben wir denn hier? Blasterschüsse, Gesteigefähigkeit, Blasterschüsse abzuwehren und zu reflektieren können wir wählen. Oder können mehr elektrischen Schaden, Lichtschwertangriffe können mehr elektrischen Schaden bewirken. Nee, das brauchen wir eigentlich nicht. Dann nehmen wir das hier. Den gelben Energiekristall. Und das blaue Lichtschwert. Jetzt sind wir Jedis. Dann nehmen wir auch das blaue Lichtschwert. So. Muss mal schauen, ob das jetzt schöner aussieht. Ja doch, blaues Lichtschwert hat auch was. Passt auch besser zu der Robe, die wir gerade anhaben. Und da kommt gleich noch einer. Als wenn einer nicht gelangt hätte, kommt jetzt noch der nächste. Ups. Ich hatte schon wieder die Sniper da oben vergessen. Die darf ich nicht vergessen. Wenn ich die vergesse, habe ich schnell wieder Probleme. So. Nein. Ja, egal. Wir können auch Zeug auf ihn werfen. Ich glaube, es zieht ihn deutlich mehr ab, wenn wir Zeug auf ihn werfen. Ja. Da können wir ihn auch schon wieder finishen. Der hat uns keine Probleme gemacht. So, nach unserem ersten Fail in dem Raum sieht es jetzt deutlich besser aus. Jetzt müssten noch mal ein bisschen was da hochgefahren kommen. Ah ja. Oh ja. Okay, da muss selbst ich aufpassen. Selbst in meiner gesteigerten Schadensabwehrfähigkeit muss ich hier aufpassen, wenn da so viel auf mich zugerannt kommt an Gegnern. Das wundert mich immer wieder, wie sie das überleben. Also was die da aushalten, Wahnsinn. Hey, wir sind eine Stufe aufgestiegen, der ist anscheinend doch gestorben. Und das auch ein Stufenaufstieg bewirkt wieder volle Lebensenergie für uns. Was natürlich ein sehr angenehmer Nebeneffekt ist. So, was haben wir hier? Können wir noch ein paar Sachen... Oh, jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt kommen sie nämlich wieder von allen Seiten und ballern uns die Hucke voll. Ich glaube, der Raum, der hat mir auch damals ziemlich viele Probleme bereitet, wo ich auf dem schwierigsten Schwierigkeitsgrad das Spiel durchgespielt habe. Ja, ich habe es tatsächlich geschafft, das Spiel auf dem schwierigsten Schwierigkeitsgrad zu spielen, auch wenn das jetzt gerade vielleicht von meinem Spielstil nicht so anmutet. Der ist ja eher, naja, Let's Play würde ich sagen, das mal so. Ist ein bisschen schwer, sich aufs Spiel zu konzentrieren und gleichzeitig aufs Labern. Deswegen labere ich manchmal Müll und spiele manchmal Müll, wobei das Spielmüll labern hoffentlich überwiegt. Das im Spiel Müll machen überwiegt und nicht das Labern, weil das Labern soll ja im Let's Play im Mittelpunkt stehen und das hoffe ich, ist mir dem Let's Play ein bisschen besser gelungen noch, ein bisschen mit euch mit Infos zu füttern, naja. So, jetzt, nee. Du gehst jetzt mal, ach komm, werf doch ab. Ja, so habe ich mir das zwar nicht vorgestellt, aber ein bisschen prinzipiell hat es funktioniert. Na. Schnell nochmal hier rein, da kommen wir nochmal was auf sie... Na, da oben, nicht auf die Sniper, auf den solltest du es werfen. Ah, scheiße, der visiert nur den ersten an. Eigentlich sollte er beide anvisieren. Wäre jedenfalls in meinem Interesse gewesen. Hat aber leider nicht gemacht. Tja, dumm gelaufen. So, den zweiten haben wir gleich, dann würde ich sagen, kümmern wir uns erstmal um den da. Dann sind wir... Ja. Dann sind wir zumindest den schon mal los.
Nein! Nein, 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 ich will wieder... Ja, blöder Sniper. Nein, was machst du denn? Du sollst doch den da... Ah, dieser blöde Sniper. Wow. Dem Sniper-Schuss sind wir gerade noch ausgewichen. Der hat nicht viel gefehlt. Der hat uns fast erwischt. So, jetzt haben wir immer eine volle Energieladung hier bereit. Für den Herrn, der hier gleich um die Ecke kommen sollte. Ja. Ah, das bringt ihn, glaube ich, leider nicht ganz um. Ich spiele mal ein bisschen Versteck mit ihm. Immer ein bisschen um das Ding rumrennen. Weil so direkt der Nahkampf kann ich mir jetzt auch nicht leisten mit ihm. Da habe ich einfach zu wenig Lebensenergie. Ha! Und da ist er tot. Da haben wir ihn auch erwischt. Jetzt schauen wir mal da drüben. Das war nochmal, glaube ich, meiner Meinung nach volle Lebensenergie. Was es da drüben bei dem Holocron-Zug zu holen gab. Ist eigentlich gerade ziemlich gut in unserer Position. Ja. Und jetzt können wir nochmal nach oben gehen und die Sniper auf der anderen Seite erledigen. Weil wenn wir in der Mitte stehen und versuchen das Ding aufzumachen, dann... Und die Sniper auf uns schießen, haben wir keine Chance das Ding aufzumachen, kann ich euch gleich sagen. Da müssen wir vorher die Sniper erledigen. Mann, 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 wie ich das damals geschafft habe im schwierigsten Schwierigkeitsgrad. Da muss ich gut gewesen sein. Na gut, da hatte ich das Spiel aber auch direkt vorher schon mal durchgespielt auf dem Schwierigkeitsgrad, auf dem ich gerade spiele. Ja, ja, ja. Wollen wir jetzt gar nicht sehen. Mach hin. Mach weiter, mach weiter. Genau, da. Da drüben wollen wir hin. Da sollte auch noch... Oder waren das die einzigen Sniper, die zwei? Wäre ja fast schon ein bisschen wenig, oder? Ein bisschen wenig Sniper? Na, egal. Energiekristall Katak haben wir bekommen. Okay, hier gibt es, glaube ich, sonst nichts mehr. Dann können wir uns jetzt ranmachen, das Ding hier aufzumachen. Ich sag immer das Ding. Ding. Ding ist eines meiner Lieblingswörter. Merkt ihr schon, oder? So. Das ist offen. Ja, ja, ja. Machen wir hier auch noch auf. So, das Ding ist offen. Ist eigentlich ein guter Punkt, diese Folge zu beenden. Ja, viel haben wir nicht geschafft, aber wir haben eine sehr wichtige Zwischensequenz gesehen, eine sehr interessante Zwischensequenz. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal mit dabei seid, wenn es genau an dieser Stelle weitergeht. Bis dann. Servus.